1000 PS hier, Junge. Azubi-Projekt. Genau. Also rein in der Theorie wird das Thema so Plug and Play werden. Zack, drinnen. Bestehenden Motor in ein bestehendes Auto und wir bauen das so zusammen. Dann hast du zwei Teile miteinander zusammengefügt, das kann ja jeder. Alles gut gesagt, spätestens jetzt, wo ich das Ding hier gerade vorhole und erstmal wieder so in Real Life sehe, wie das Ding, wie groß das Ding ist. Wie beschmiert sind wir eigentlich, Alter? Das wird schön. Das Ding dort irgendwie reinwürschen und dann will ich Strom drauf hier und Feuer. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier aus der Motormafia. Ich bin der Sven und heute geht es um folgendes Thema. Das Mikrofon ist an. Okay. Azubi-Projekt Motormafia. Der Kompagnero dort hinten, der versteckt sich schon. Weil ich glaube, der hat ein kleines bisschen Angst davor. Also, für diejenigen, die den ersten Teil von dieser Videoreihe noch nie gesehen haben, ja, es geht darum, dass der Robert seine Ausweiterbildung 2,5 Jahre bei uns im Unternehmen hat. Der Robert bekommt davon oder dafür für diesen Zeitraum. Du kannst gerne mit herkommen, junger Mann. Kommen Sie noch mit ran hier. Er ist noch ein bisschen schüchtern, das müssen wir noch ein kleines bisschen. Hallo. Hallo. Der Robert kriegt dafür von uns ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt. Das Thema, was bei dem Fahrzeug passieren soll, wie in welcher Form, werden wir jetzt in diesem Video noch mal ein kleines bisschen detaillierter besprechen. Das hatten wir im letzten Video schon mal kurz angeschnitten. Richtig. Dazu wirst du sicherlich ein paar Fragen haben. Eventuell. Und genau das ist nämlich auch für euch das wahnsinnig Interessante an dem Thema, dass der Robert sehr wahrscheinlich sehr, sehr viele dumme Fragen auch stellen wird. Maybe. Kann ja schaden. Bitte. Und, aber genau das ist ja normal. Ne? Ich meine, es ist ja bei uns auch so. Ja, ich stelle ja auch ganz viele dumme Fragen an alle anderen Leute, aber nur so kann man ja weiterkommen. Und ich denke, dass das euch wahrscheinlich auch einen richtig krassen Mehrwert gibt und dass das wahrscheinlich auch ein Thema ist, was euch extrem hilft, sich mit dem Thema Leistungsumbau, Motormafia und dem Robert zu identifizieren. Ja? Gut, Robert, wir kürzen das ganze Thema ab. Bitte sehr. Viel Spaß. Danke, Brian. Wenn du mit Handschuhen schiebst. Aber wehe, du schiebst das Ding irgendwo dagegen, Junge. Ein Kratzer hier dran. Robert, wie das Ding klaut. Robert, wissen Sie, warst du hier hinten schon mal drin? Kennst du das schon? Ja, dann pass mal auf, dann würde ich sagen, komm. Selbst hier drin ist das Zeug heiß. Katastrophe. Bitte. Erzähl mal, was du jetzt schon weißt, wo die Reise mit dem Auto hingehen soll. Ja, geplant war schon mal irgendwas Richtung 1000 PS. Jetzt denke ich. Ich würde noch mal kurz zitieren, was das letztens sagte, irgendwie einer sowas wie. Alles. Wir blenden es kurz ein. Genau. Ja, angestrebte schön. Leistung sind, Robert? Alles. Ja, also genau, Richtung 1000 PS. Robert, was haben wir denn noch so? Was soll denn noch passieren? Ich weiß gar nicht, was hatten wir schon? Wir haben da gar nicht drüber geredet. Ich brauche ja von dir Antworten. Okay. Du hast eine Viertelmeile haben. Ja, also Viertelmeile, halbe Meile. Meile genau. Da muss man natürlich aber dazu sagen, Viertelmeile und halbe Meile sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Im Idealfall kriegt man das aber so hin, dass das Auto beides bedienen kann. Und welche Voraussetzungen? Was brauchst du denn für eine Viertelmeile, halbe Meile? Was ist denn der Unterschied? Naja. Anforderungen mäßig fürs Auto. Übersetzung, Radreifengrößen, Endgeschwindigkeit willst du ja erreichen. Wie kriegst du das umgesetzt mit dem Thema Traktion? Da müssen wir mal gucken. Das wird ein spannendes Thema. Also ich kann dir auf jeden Fall schon mal sagen, vom Antriebskonzept, in welche Richtung es gehen soll. Wir haben da noch eine Pappkiste. Dort liegt noch ein zerlegter Audi R8 Motor drin, den wir mal erworben haben. Ja, ist richtig. 4,2 Liter. Den würden wir nehmen, ne? Noch. Genau. Also rein in der Theorie wird das ein Thema so Plug and Play werden. Zack, drinnen. Wie du sagst. Wir haben Wie immer. Wir haben ja gerade einen 4,2 Liter V8. Kannst du dir mal angucken, wie viel Platz da drin ist? Aha. Ja, stimmt. Stimmt, aber das ist halt ein Vorgänger, ne? Das ist der B6. Hier ist viel mehr Platz. Viel mehr Platz ist hier drin.
Vor allen Dingen, weil hier noch eine Trockensubschmierung dazu kommt. Also ein Platz brauchst du dir ja auch keine Gedanken machen. Und zwei Turbolader. Genau, siehst du. Ja, irgendwie müssen wir ja auch auf die Leistung kommen, Robert. Das heißt, unsere 4,2 Liter wollen wir ja mit ein bisschen Luftüberschuss versuchen. Da hat schon noch eine Frage dazu, ne? Willst du die gleich fragen? Ja, würde ich gerne fragen. Mhm. Weil das Thema Nuss ist ja so. Ne? Man kennt es ja, ne? Ist ja, man kennt es, die ganzen Geeks, die ganzen Geeks da draußen. Ich habe das gesehen. Bei Nitro Speed 2002, da hatte ich auch Nuss. Chef, kann ich hier auch Nuss kriegen? Ja, die ganzen Geeks da draußen, haben sie denken, ist ja doof, aber warum nicht? Also ist das technisch denn möglich? Ja, eine Nusseinspritze oder? Das ist tatsächlich ein ganz interessantes Thema, weil soweit ich weiß, hat, also wahrscheinlich hat das auch Gründe, ich weiß es nicht, aber diesen Motor, den wir hier verwenden, den hat noch nie einer so richtig als Basis genommen. Also nee, mit viel Leistung. Also entweder das hat einen Grund oder es hat sich einfach keiner herangetraut. Ich habe keine Ahnung. Grundsätzlich würde ich jetzt auch erstmal sagen, Nuss klingt ganz herrlich. Oder? So Deal. Fuck. Alleine und nur, weil das schon cool aussieht, wenn die Flaschen hinten so drin sind, oder? Flaschen? Also. Achso, du wolltest ja noch mit einer zwei Turbos, zwei Nussflaschen, ist klar. Genau. Gut, nee, also interessant ist hauptsächlich das Thema Nuss. Das hängt ja nun immer in vielen Köpfen so drin, wie es der Paul gerade gesagt hat, Need for Speed. Wer hat es nie gespielt auf der PS2, ne? Underground. Und dann drückst du halt eben hier, ich weiß nicht was, drückst du deine Taste und da gibt es Nuss und das Auto macht halt immer. Du bist im Zeitstrahl gefangen dann. Ne? Das ist, kann ich dir schon mal sagen, das wird richtig krass, nie so werden. Okay, genau. Ja. Werden wir mal sehen. Also grundsätzlich würde ich gerne versuchen, erstmal mit so viel Ladedruck wie möglich zu arbeiten. Alles? Ich glaube, das mit dem alles zieht sich wie so ein roter Faden zieht sich das durch. Ja. So, okay, was braucht man auf jeden Fall noch, um das Ding schnell zu machen? Motor haben wir, Turbos haben wir. Und dann kann es losgehen. Na, Robert, mal anders gesprochen. Wenn ich zu dir jetzt sage, du rennst jetzt mal die, was haben wir in der Schule früher mal gerannt, 50 Meter, 100 Meter? Du rennst jetzt mal die 100 Meter mit 5 Kilogramm mehr Muskelmasse. Na? Dann bist du ja auch schneller. So, wenn ich dir jetzt aber sage, du hast 5 Kilogramm mehr Muskelmasse und 20 Kilogramm weniger Fett, bist du dann noch schneller? Denke ich. Okay, das heißt, was brauchst du bei unserem Auto noch? Gewichtsreduzierung. Gewichtsreduzierung. So, und ich würde sagen, heute fangen wir genau mit diesem Thema an. So, und deswegen sitzen wir jetzt auch im Kofferraum. Jetzt kannst du dich mal ganz gepflegt rumdrehen. Und jetzt kannst du mal hier reingucken. Und jetzt darfst du wirklich tatsächlich das machen, was sich eigentlich ein jeder wünscht. Zerfetzen. Ohne Wenn und Aber. Ohne Rücksicht auf Verluste. Raus den Mist. Naja, ich denke, wir wollen es noch verkaufen. Ich wollte gerade sagen, wir wollten noch ein bisschen Flohmarkt machen. Du sollst ja jetzt nicht unbedingt hier mit der Gartenschere oben den Himmel, obwohl der Himmel ist durch, der ist tot. Nee, der geht. Der geht doch, der hängt übrigens so weit runter. Ja, das heißt, alles raus, alles auf Paletten von draußen holen, dass wir es dann ins Lager schaffen können und dass wir jetzt erstmal hier wirklich dann ganz klar das Ding gestrippt haben und die Substanz von dem Auto bewerten können. Das heißt, Türverkleidung raus, Sitze raus, Rücksitzbank raus, Teppich raus, alles raus. So wie unser BMW von drinnen ist. Machen wir so. Okay, und der nächste Step wird dann werden, Grundgerüst von dem R8-Motor zusammenstecken. Das heißt, Ölwanne, Block, Köpfe drauf. Dass wir erstmal wissen, wie er von den Abmessungen her ist. Und dann gucken wir uns den Spaß mal an, ob wir und wie wir das Ding dort vorne überhaupt reinkriegen. Schaffen wir? Gut, also in diesem Sinne. Ihr werdet wahrscheinlich zwischendurch ein, zwei Mal mit reinsteigen, wenn ich und Robi ein bisschen auf den Sack gehe beim Zerlegen. Viel Spaß euch. Ach so, und ganz wichtig, wenn von euch jemand Fragen hat, schreibt es gerne schon unter das Video mit drunter. Wir freuen uns immer sehr, eure Fragen aufzunehmen und dem Robert in dem Prozess hier einfach mitzustellen. Schön. Machen wir das so? Ja, klar. Oder andersrum. Gut, also, weiter geht's. 2000 Jahre später. 1000 PS, ja, Junge. Azubi-Projekt. So, also, jetzt ist der Kollege hier hinten in der Ecke. Hallo Kollege, ich grüße dich. Ich hoffe, ihr seht meinem Robert und Dennis ein bisschen nach. Der ist eigentlich, ist das eine tische Großklappe? Oder? Kann das jeder so bezeugen? Ja.
aber der ist vor der Kamera noch ein bisschen schüchtern. Das ist auch gar nicht so schlimm. Der Robert hatte jetzt Berufsschule. Jetzt ist auch einfach zwischen den verschiedenen Video-Steps sind ein paar Tage, auch ein paar Wochen vergangen. Das heißt, das ist natürlich auch für uns eine Herausforderung, jetzt irgendwie erstmal in das Thema wieder reinzukommen. Aber ich kann euch schon mal sagen, vielleicht willst du mal hier hinten reinfilmen. Das sieht schon dischwilder aus, was der Kollege hier veranstaltet. Robert. Und vielleicht willst du einfach mal mit dazukommen, weil der Philipp und ich, wir haben wirklich gerade draußen gesessen. Komm, komm mal mit ran hier, komm. Und haben uns tatsächlich gerade ein kleines bisschen die Köpfe eingehauen. Das sind so Sachen, die bekommt ihr vielleicht oftmals gar nicht so mit, weil wir uns immer Gedanken machen, wie könnten wir so ein Video drehen, was können wir tun. Und vielleicht machen wir uns einfach manchmal zu viel Gedanken. Und wir haben jetzt gerade entschieden, der Philipp und ich, dass wir jetzt die scheiß Kamera einfach anmachen und dass wir jetzt die Unterhaltung zu dem Haufen hier, aktuell ist es ja noch ein Haufen. Ja, richtig. Dass wir die Unterhaltung jetzt einfach mal zusammenführen mit Kamera an, weil wir für uns festgelegt haben, dass wir die Leute, und ich glaube, das feiert ihr auch, ja, dass wir euch in diesen Prozess immer komplett mit reinheben. Auch du sollst jetzt ein kleines bisschen mit eingebunden werden. Das heißt, das ist jetzt kein Monolog von mir, sondern das ist tendenziell mehr ein Dialog zwischen uns zweien und dem Publikum. Und der Philipp vertritt auch das Publikum so in einer gewissen Art und Weise und wird uns so ein paar kreative Fragen mit so ein bisschen Schärfe auch stellen. Ja? Gut. Dann bringen wir uns mal ganz kurz auf Stand, wie das Thema Audi A4 1000 PS Azubi-Projekt jetzt aktuell aussieht. Ja, aktuell sieht man es ja rustikal. Ist ein Kuddelmuddel. Ja. Naja, sind wir halt gerade dran, oder ich bin gerade dran, den ganzen Kabelarm rauszureißen. Ist halt schwerer als gedacht. Ne, weil es vor der Prämisse, dass alles halbwegs ganz bleibt, oder dass alles ganz bleibt. Ne, weil Kabelbaum zerschneiden und rausziehen ist ja, kann ja jeder. Deswegen bin ich gerade vorne ein bisschen, man sieht es, denke ich. Aber das kriegen wir auch hin. Haben wir Turmbrett raus. Lenkrad noch fort. Dann können wir schon, denke ich, fast loslegen mit Lecharbeiten, Rosseriearbeiten. Motor ist ja wohl noch, naja, machst du, denke ich. Und ja. Ich? Nee, ich bin ja das Thema Motor. Ist ja nun noch nicht beendet, das Thema Motor. Wir haben ja nochmal drüber geredet. Naja, ja. Alternative. Also, mit anderen Worten, der Sven hatte wieder viel Freizeit für seinen Kopf. Ja. Meine Frau würde jetzt sagen, ich darf dich sonntags nicht mit dem Handy alleine auf dem Sofa lassen. Zum Beispiel. Ja? Da kann man eben auch Boote mit Motorschaden kaufen. Okay, ja. Thema lass mal erstmal außen vor. ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum sagt der Robert, Kabelbaum rausschneiden ist jetzt nie so, wollen wir nicht. Hintergrund ist natürlich folgender, wir hatten es in dem ersten Video, hatten wir es ja gesagt, das soll natürlich auch für dich ein Lernprozess sein, zu wissen, ja. Wie ist so ein Auto aufgebaut, wo hängt welches Bauteil, was muss ich als erstes abbauen, damit ich wo rankomme. Und das lernst du natürlich am besten Falle jetzt. Man kann es, denke ich, ganz gut erkennen mit dem Kabel. Das sieht wirklich wild aus bei dir hier drinnen. Ja, nee, aber letztendlich, damit du natürlich auch diesen Lernprozess mitnimmst, wie das in dem Auto aufgebaut ist. Hier geht es ja nicht nur um Spiel, Spaß, Jux und Tollerei. Da hättest du dir auch ein Überraschungsei kaufen können, sondern so. Also das für euch vielleicht an der Stelle der Hintergrund. Jetzt haben wir, Philipp, gehe ich jetzt all in und hau raus, wie jetzt gerade meine aktuellen Gedankengänge aussehen zu dem Thema. Hau raus. Kann sich ja eh nochmal ändern. Ja. Hau einfach raus. Ja. Also wir haben ja gesagt, ich meine mich zu den Sinn, dass wir in dem ersten Video gesagt haben, wir wollen das Ding schnell haben. Richtig? Fakt. Gut. Das heißt, schnell. Geht schnell mit einem Schaltgetriebe? Geht schon. Geht schon, aber es geht schneller. Es geht schneller. Also nie mit Schaltgetriebe. Jo. Der große Knackpunkt ist folgender. Der Philipp hat jetzt gerade draußen gesessen und hat zu mir, also ich sage jetzt noch nicht, wie jetzt der aktuelle Stand ist, das kommt noch. Und der Philipp hat gerade zu mir draußen gesagt, Mensch Sven, irgendwie catcht mich dieses A4-Projekt, nee, ich würde es mir als Zuschauer nie angucken. Und das war jetzt erstmal so richtig schöner Schlag in die Fresse für mich gerade. Hast du gesagt? Sag mal. So, und da hat er gesagt, aber wenn du das jetzt so entschieden hast, toll wie er ist, ne, dann ist es jetzt so und dann machen wir das jetzt so. Und da habe ich jetzt zum Philipp gerade gesagt, nee, wenn du das Gefühl hast, dann ist das ein Gefühl, dem sollten wir irgendwie nachgehen, weil wir wollen ja natürlich auch für die Zuschauer irgendwie einen interessanten, schon das Thema ja auch interessant gestalten. Und der Philipp sagte gerade zu mir, naja, so ein V8 hier reinklatschen in ein bestehendes Auto und einen bestehenden Motor in ein bestehendes Auto und wir bauen das so zusammen, dann hast du zwei Teile miteinander zusammengefügt, das kann ja jeder.
Ja, der hat. Ja, ja. So, jetzt muss man ja aber dazu sagen, ich meine, wenn es jeder könnte, würde es wahrscheinlich auch jeder machen. Genau, denke ich auch. So, der ging jetzt zurück an dich, Kumpel. Du musst ja erstmal die Moneten haben. Richtig, die haben wir ohne. Gut, gibt es kein Gehalt für dich, nein. Aber sag mal bitte, warum du das gerade zu mir gesagt hast, weil wir haben jetzt gerade das Gespräch draußen abgebrochen. Weiß ich nicht, weil mich der R6 jetzt emotional auch nicht so abholt, wie im Vergleich zum Beispiel ein 2er Golf mit Leistung oder unser BMW auf mit der Rennstrecke. Ohne Leistung? Ohne Leistung, aber trotzdem mit mehr Emotionen als der R6. Aber es liegt vielleicht daran, dass du eher das Gefühl hast für, oder eher so ein Golftyp bist. Nee, also man könnte auch aus dem Ding hier Emotionen holen. Das liegt jetzt nicht am Golf oder am A4. Na, liegt es denn am Motor oder am Allgemeinen, was wir vorhaben? Zum Beispiel oder? Am Automatikgetriebe. Klar ist es schneller, aber ich fände ein handgerissenes Ding halt tausendmal geiler. Ja, war schon der Meinung am Anfang, weil ich es halt nie besser wusste. Ja. Aber ich sag mal, jetzt bin ich eher auf der Spur schnell. Und auch nicht irgendwo hinten mit rumkrebsen, schon. Ne, schon vorne will mitspielen. Vielleicht nicht bei der ganz großen, ich denke, da ist auch, naja, egal. Aber dass man. Ne, kannst du sagen, das ist auch einfach ein finanzielles Thema. Ja, ist finanziell. Ist ja nur jetzt auch nur Azubi-Projekt in Anführungsstrichen. Ne, was natürlich trotzdem eine Firma vertritt, denke ich, am Ende. Aber. Ja, aber so im Mittelfeld ordentlich mitspielen, ist schon geil. Und das wird halt, wenn man es. Ich habe mich schon ein bisschen schlauer gemacht mittlerweile. Mhm. Das hat ja kaum einer Schalter. Weil einfach die Zeiten. Dann ist aber ein DSG wahrscheinlich schon von den Emotionen cooler, ja, als ein Wandlergetriebe. Mhm. So. Okay, so, ja. Und jetzt kommt halt eben, pass auf, und jetzt für euch alle, also für dich und auch für euch da, ne? Jetzt kommt natürlich der Punkt, irgendeiner muss ja die ganze Scheiße hier bezahlen. Richtig? Ja klar, zoom ruhig ran. Er läuft hinter dir lang, grinst sich direkt hinweg und denkt sich so, du armes Schwein. Ne? So, und das ist halt eben auch einfach das Thema. Sicherlich, ich hätte auch Bock auf so einen geilen Shifter dort vorne drin und auf richtig schön. Mega, mega. Aber die Gefahr und das Risiko, und da kommt vielleicht doch der Unternehmer in mir durch, dass das Thema kostentechnisch massiv explodiert, weil wir brauchen dann noch einen Radsatz hier, noch einen gradverzahnten Radsatz da, wir brauchen noch eine Kupplung, Sonderanfertigung, dies, das, jenes, bumm. Das verschluckt Tausende und ich muss ehrlich gestehen, habe ich nicht. Na, also wir sind ja jetzt nicht so, dass wir sagen, wir verdienen jetzt mit dem Videoprojekt über YouTube hier einfach mal mit der Videoreihe zigtausende von Euros. Ja, da gibt es andere, die sind einfach da viel, viel größer, da muss man ehrlich sein. Sondern das ist natürlich das, was bei uns übrig bleibt, wo ich sage, hey, pass mal auf, für euch, für uns, für euch, lasst uns hier einen geilen Scheiß bauen. Na? Also Leute, ihr wisst Bescheid, was ich damit eigentlich sagen will. Unsere Videos jetzt bitte so im Durchschnitt 60.000, 70.000 Mal anklicken, ja. Also einfach immer kommentieren, ja, einfach immer wieder gucken, jeden Tag aufs Neue. Nee, Spaß beiseite. Das heißt, ich gucke natürlich eben auch betriebswirtschaftlich, was macht da am meisten Sinn. So, wir hatten uns zusammengesetzt, weil du ja gesagt hast, naja, so ein R8-Motor, geil, NOS, brauchen wir. Ich habe das ganze Ding mal aus Spaß durchkalkuliert, wo wir hin müssen, in welche Richtung. Finanziell auch, damit wir sagen, okay, das ist so ein R8-Motor umbauen. Da haben wir jetzt noch gar nicht geguckt, ob er reinpasst. Mit Ladern, mit Trümmer bauen, Schweißen, allem drum und dran. Und ich kann schon mal sagen, 15 plus. Unwissentlich, ob es funktioniert. Natürlich ist der Charme, und das ist glaube ich das, was du auch meinst, da ist der Charme dabei, ne? Zu wissen, ja, Philipp sagte gerade so zu mir, ne, das gehört dazu, dass dann eben immer richtig was zerfliegt und richtig kaputt geht. Jo, das stimmt. Und jeder hat Lehrgeld bezahlt. Aber vielleicht kriegt man es ja auch hin, so ein Thema einfach auch mal anders zu bauen. Also vielleicht will ich da auch einfach mal das Unicorn sein, der da einfach mal sagt, okay, wir nehmen Geld in die Hand, wir bauen das Ding und das Ding liefert vom ersten Tag an ab. Ja, fände ich halt auch cool, weil es ist natürlich auch in einer gewissen Art und Weise repräsentativ für uns als Firma. Ja. So, und da kamen wir halt, und jetzt, ach komm, ich packe aus das Thema jetzt. Und dann dachte ich, okay, V8, wir wollen auf Biturbo bauen und du sagst mir immer, der scheiß R6 bringt null Emotionen. Und ich habe ja zu dir gesagt, Philipp, ich kann mit dir gerne mal eine Runde fahren. Und ich sage dir, ich krieg das hin, dass du schweißgebadet mit nassen Händen aus dem Auto aussteigst. So, und ich bin mir relativ sicher, und jetzt merkt ihr vielleicht auch schon, wo die Reise hingeht, so ein R6-Motor hier drin, fände ich tatsächlich auch interessant. Ja, ich muss natürlich auch Geld in die Hand nehmen. Ist klar, so ein Ding gibt es natürlich jetzt auch nicht für 2,50 Mark geschenkt. Na?
Aber ich fände die Basis fände ich mega cool. Zum einen, wir haben schon einen Turbomotor. Ja. Das heißt, wir können erstmal uns wirklich darauf konzentrieren, weil das Projekt ist umfangreich. Darauf konzentrieren zu sagen, okay, wir bauen das Ding ein, wir kriegen das Ding irgendwie in Betrieb genommen. Auch mit der, im Idealfall mit der Direkteinspritzung. Und fahren das Ding erstmal mit einer Luft-Luft-Kühlung, mit einer Stufe 1, mit 700 PS, 1000 Newtonmeter, vielleicht ein kleines bisschen mehr. Ich denke, bei so einem Auto, wo ich denke, dass wir hier so bei 1300, 1400 Kilo vielleicht irgendwo in dem Bereich rauskommen. Ach, sind es nicht mehr 1250, oder? Oder 1150? Ja, egal. Da gibt es größere Lader und gut, was ist denn los? Nee, Spaß. Ich denke, dass das natürlich schon auch erstmal ein interessantes Thema ist. So, selbst bei dem R8-Motor, muss man ja sagen, haben wir uns ja dann mit dem Thema Schaltgetriebe, haben wir uns ja verständigt, wir haben gesagt, es soll schnell werden. Ja. Was würde dort zur Option stehen? Was war der erste Grundgedanke? Doppelkupplungsgetriebe. Ja. So, Doppelkupplungsgetriebe, der gleiche Spaß wie bei einem S6. Das Ding ist bei 700, spätestens 800 Newtonmeter, ist dort Feierabend. Kannst du machen. Aber wir wollen natürlich im Idealfall das ganze Thema gleich so anpacken, dass wir halt wirklich sagen, wir fahren von Saison zu Saison und können immer noch mal vielleicht eine Steigerung drauf packen. Und dann haben wir natürlich das Thema, Mensch, liegt ja nah, lass uns das 8 HP-Getriebe aus dem R6 nehmen. Das Kack-Wandler-Getriebe dran gefeuert, das Ding kann über 1000 Newtonmeter und dann sind wir zumindest erstmal, um schnell zu sein, mit dem Ding safe aufgestellt. Aber wie viel Launch-Control-Starts macht das mit? Keine Ahnung, lass es uns probieren. Du hast doch gerade draußen gesagt, Mensch, du musst doch immer ein bisschen was zerfliegen. Du hast doch gesagt, du willst sparen. Aber ihr wisst, was ich meine. Vielleicht schreibt es mir mal bitte gerne in die Kommentare, weil das ist natürlich wirklich, das ist so ein krasses Thema. Und ihr seid jetzt wirklich gerade voll in diesem Thema Projektplanung auch mit drin, weil hier ist gerade nichts in Stein gemeißelt. Und wir hängen gerade da und sagen, was machen wir jetzt? Also schreibt es mir bitte in die Kommentare, würde mich brennend interessieren, wie ihr zu dem Thema steht. Ja, und dann kommt natürlich jetzt das Thema auf, wenn wir das scheiß 8 HP-Getriebe nehmen, dann lass uns doch auch kleinen Kack R6 Motor dazu nehmen, genau. Und dann haben wir eigentlich eine geile Basis. Wenn es passt. So. Das wäre jetzt, ich glaube, das werden wir in das Video nicht mehr mit reinpacken, aber ich glaube, das geht dann ins nächste Video mit rein, wo wir dann wirklich unseren R6 mal reinholen, beide Autos mal nebeneinander auf die Bühne stellen, wo wir dann wirklich auch mal komplett ausmessen, könnte es denn überhaupt reinpassen. Ja. So, und Fakt ist ja auch eins, was nie passt. Wird passend gemacht. Fakt. So. Weiter geht es nämlich schon weiter mit. Lass uns gerne mal vorgehen zum Thema R6 Motor einbauen mit einem 8 HP-Getriebe. Jeder, der mal so ein 8 HP-Getriebe gesehen hat, der weiß, das hier vorne, das wird gar nichts. So, und jetzt war ja nun mein Freund, der Steffen Wappler. Ja, Steffen, ich weiß, dass du die Videos guckst. Hallo. Der Steffen war ja jetzt mal mit dem Uwe abends auf 1W Kaltgetränke da. Und da konnte ich nie innehalten, da haben wir mal so ein bisschen Technik-Talk gemacht. Und da sagt der Steffen zu mir, der ja nun selber auch schon das ein oder andere Projekt gebaut hat, wo das für uns natürlich auch Neuland ist, ja, und sagt zu mir, Sven, viel Spaß dir, du brauchst doch gar nicht anfangen und gucken, wie könnte irgendwas reinpassen, schneid die scheiß Spritzwand raus und bau den ganzen Scheiß ringsrum einfach neu. Häng den Motor rein und bau ringsrum alles neu. So. Wir haben ja so ein Getriebe gerade draußen, naja, oder? Das ist lustig. So, und spätestens, weißt du, so immer mit Reden und Tun und Machen, das ist ja immer alles schön und alles gut gesagt, spätestens jetzt, wo ich das Ding hier gerade vorhole und erstmal wieder so in Real Life sehe, wie das Ding, wie groß das Ding ist. Wie beschmiert sind wir eigentlich, Alter? Guck dir mal bitte das Getriebe an. Wo soll denn das Getriebe hin? Das ist gut, da kann man dann hier den Sitz drauf machen. Ja, ein Stück noch. So. Wie gesagt, ja, komm, warte mal. So vom Gefühl her. Ja, wir messen das irgendwann mal in Ruhe aus. Nee, aber schon so. So, nee, warte mal, relativ easy. Wir brauchen eigentlich bloß die Radmitte nehmen. Antriebswellen vorne, zack. So. Und jetzt kannst du mal gucken, wo das Ding hier reinmarschiert. Also du siehst schon, das wird nicht gerade für dich, Philipp, weil du jetzt gesagt hast, naja, das ist jetzt, du fügst jetzt zwei Sachen zusammen, das ist jetzt nicht so spektakulär. Glaub mir, mach's mal. Wird gut werden. Ich bin voll dabei. Ich finde, das ist eine sehr coole Nummer. Ja? Ja. Einfach das Leistungspotenzial höher ist, ne? Als bei dem R8. Genau, also wir haben natürlich bei dem R6-Motor die Option zu sagen, okay, wir hauen jetzt ein paar Upgrade-Lader drauf
Und wir haben halt mit geringeren finanziellen Mitteln natürlich die Möglichkeit, immer noch mal eine Schippe draufzulegen. Weil es geht ja auch erstmal darum, es ist ja, wie gesagt, Neuland für uns. Also ich habe so ein Projekt noch nie gebaut. Du sowieso nie, du wahrscheinlich auch noch nicht. Und ich glaube, ganz viele von euch da draußen auch nicht. Und die, die es schon gemacht haben, die werden dir alle sagen, du bist eine Irene. Viel Spaß. Aber jetzt werden die Zuschauer denken, warum nimmt er dann nicht einfach den R6 und fährt den auf der Viertelmeile? Na gut, der R6 wiegt einfach über 2 Tonnen. Den könnte man ja genauso wie den A4 auch leer machen. Das ist aber ein R6 mit sauberer Service-Historie. Immer komplett voll. Komplett voll. Und wie bitte? Oh. Weißt du, was das Schöne ist? Das ist ein Richtmikrofon und das Richtmikrofon ist zu mir ausgerichtet. Das heißt, das, was du gerade gesagt hast, hat sowieso niemand verstanden. Und ich werde jetzt bestimmt nie wiederholen, dass du gesagt hast, dass es ein Unfallwagen ist. nee, also es ist halt, ja, klar, vielleicht hast du recht, vielleicht fragen sich das die Leute, aber es ist einfach für mich so utopisch viel Geld, dieses Auto. Das, und ich glaube für jeden, das würde ich nie übers Herz bringen. Gleiches Thema wie, warum haben wir keinen M3 gekauft? Wir wussten, es soll ein Auto mit Breitbau werden. Warum haben wir einen 330 gekauft für, keine Ahnung, was das Ding kam, 6, 7, 5, irgendwas und keinen M3 für 20? Wenn man einen M3 nicht zerschneidet. Siehst du? Den R6 müssten wir ja nicht zerschneiden. Wir müssten ja eigentlich nur alles rausbauen, alles ganz lassen dabei. Ja. Aber der R6 wird halt eben auch normal bewegt. Ne? Ich meine, wir sind natürlich auch mittlerweile in Dresden, wo ja die Sheriffs mehr als scharf sind. Welche Gründe auch immer das hat, das lasse ich jetzt einfach mal offen stehen. Da wird sicherlich den einen oder anderen geben, der da auch eine gewisse Schuld mit dran trägt. Aber um Schuld geht es ja nicht. Aber das Thema, muss man ja natürlich sagen, wurde ja schon auch in den letzten Wochen extrem krass kommuniziert und extrem krass nach oben gepusht. Das heißt, ich kann natürlich jetzt nicht den R6 nehmen und hier irgendwie 1000 oder 1200 PS drauf ballern, wo ich mit dem Ding halt eben auch mal dienstlich unterwegs bin und natürlich Gefahr laufe, in einen Controller zu kommen. So, aber wir haben natürlich im Umkehrschluss die Möglichkeit für diejenigen, die bereit sind und Bock drauf haben, eben auch mal zu zeigen, was geht tatsächlich. Und das können wir ja hier zeigen. Jetzt überleg mal, also rein hypothetisch gesprochen, ja, überleg mal, wir haben jetzt den R6 Motor hier vorne drin mit 1200, vielleicht 1300 PS, weil wir auf Single Turbo umgebaut haben. Und wir haben ein Fahrzeuggewicht von 1250 oder 1300 Kilo und haben aber wirklich tatsächlich... Merkst du das, Robi? Es wird einfach immer mehr. Es wird immer schwerer. Er pendelt sich nach oben. Aber mal ganz im Ernst, wir haben ein Leistungsgewicht von 1:1. Ja, das ist schon... Das ist schon krass. Das ist, und das glaubt mir, also ohne dass ich es bis jetzt gefahren bin und ohne dass ich mir überhaupt noch Gedanken gemacht habe, wie man den Scheiß umsetzen kann, ich sage dir, das ist schnell. Und da brauchst du Eier, um dich überhaupt dann reinzusetzen und den Scheiß zu machen. 100%. Das ja. So, also auf jeden Fall, ihr merkt schon, das ist auf jeden Fall so ein richtig krasses Thema mit dem Motor gerade. Ich bin nur gespannt, was ihr zu dem ganzen Thema sagt. Und können wir hier nie ein RS4 draus bauen aus dem Ding? Ein RS4 und bauen jetzt hier einen Saugermotor ein, oder was? Nee, ich meine optisch. Also Kotflügel und Seitenwand. Ja, das ist... Weißt du, wie das Ding in breit aussieht, Robi? Mann, ja, gestern nicht ums Aussehen. Wir wollen es. Naja, aber mein Telefon klingelt. Aber du brauchst ja auch Platz für die Räder. Was denn? Ich denke, du hast mir vorhin die Räder gezeigt, ich lehne Munis hier. Das ist für ein 3er Golf. Also das ist tatsächlich so ein Thema, weil wir haben ja trotzdem die Seitenwand hinten noch. Das Ding ist ja trotzdem eine Wanze. So, wir wissen ja jetzt, nachdem wir die Koffer zerlegt haben, dass das Ding hinten einen Rischentreffer hatte. Längsträger hinten ist ja auch gekommen. Ne? Schön. Das heißt, irgendwas müssen wir ja sowieso machen. So, entscheidend ist natürlich aber trotzdem, wenn wir sagen, wir bauen das Ding schnell, dass wir schon auch irgendwie gucken, CW-Wert technisch. Ja? Genau. Für diejenigen, die es nie wissen, was gibt der CW-Wert an? Aerodynamik. Den Luftwiderstand vom Fahrzeug. So, und wenn wir jetzt hinten eine Seitenwand neu machen müssen, dann können wir natürlich eben auch gleich dicke Backen dran machen, dann können wir auch andere Kotflügel dran machen. Aber da müssen wir halt nochmal gucken, ist das jetzt CW-Wert technisch vom RS4 zum A4? So ein krasser Unterschied. Schon mal ins Labor. Ja, so. Was auf jeden Fall auch noch so ein krass wichtiges Thema ist, ne? Aktiver Insassenschutz. Achso, ja, das wird man nur schauen, wie wir es machen. Schweißen und biegen. Grundsätzlich kann man ja schon mal eins sagen, da hat von uns gar keine Ahnung von. Ne? Und auch das. Das Thema hatten wir auch gerade draußen. Ne? Auch das kommuniziere ich ganz klar und offen zu euch. Ich habe null Dunst.
Null. Das haben wir beide schon festgestellt. Ja. Wie er gerade guckt, was? Wirklich, Sven? Nee, mach das nicht. Ich habe aber mit Steffen schon gesprochen und wir haben natürlich eben auch coole Leute um uns herum, die uns natürlich bei dem Projekt auch unterstützen. Ja? Und das ist natürlich für uns auch schön, euch da vielleicht auch mal den einen oder anderen vorzustellen, wie gerade, ja, der Steffen, ihr merkt schon, der Steffen, wir sind da im engen Austausch und der hat natürlich auch die Rohbiegemaschinen und das ermöglicht uns natürlich dann eben auch so ein bisschen Blödsinn hier zu machen. Und vielleicht kriegen wir das auch hin, in einem der nächsten Videos den Steffen auch mal hierher einzuladen. Steffen, das war jetzt übrigens eine direkte Einladung. Ich hoffe, du kommentierst jetzt drunter sofort. Deine Getränke stehen auch noch hier. Im Kühlschrank. Ja, auch Thema Käfig. Käfig wird noch ein spannendes Thema. Und dann werden wir irgendwann, wenn wir soweit erstmal ran sind, jetzt gucken, Motor kaufen. Thema Motorsteuerung ist noch so ein krasses Thema. Dort hast du dich mit dem Thema schon auseinandergesetzt? Oder kommt jetzt einfach nur, mir egal, Hauptsache Nuss. Davon weiß ich eh nicht ab. Ne? Nee, eine freie Programmierer hat man gesagt, eventuell. Ja. Muss ja, sonst muss ja alles andere aus einem Schlachter eigentlich übernehmen. Also sowas wie Tacho und Lenksäule und ABS und was weiß ich nicht alles. Genau. Okay, krass, jetzt hat der Philipp auf jeden Fall schon vorgegriffen. Richtig, weil wenn wir jetzt sagen, wir nehmen jetzt die originale Motorsteuerung von dem R6 Motor und Getriebe, brauchen wir Schalttafeleinsatz, logischerweise, also in dem Falle Kombi-Instrument. Wir brauchen ABS, ESP-Kreislauf, alles. Das heißt, wir müssten eigentlich einen Schlachter kaufen und müssten einmal alles umbauen, damit das ordentlich sauber miteinander kommunizieren kann. Weil Stand jetzt, also soweit sind wir schon vorangeschritten, oder ich zumindest, ich unterstütze dich ja natürlich ein kleines bisschen mit. Stand jetzt ist es halt so, dass aktuell keiner ABS, ESP rausbekommt. So, das heißt, wir werden umgangssprachlich auf eine Freispritze gehen, frei programmierbares Steuergerät. Da gibt es ja verschiedene Anbieter, sage ich mal. Ne? Aber selbst das ist auch nicht so einfach. Zum Beispiel jetzt die EMU könnte zwar ein 8-Zylinder, aber die EMU kann keinen Direkteinspritzer. So, und da fängt es schon an. So, das heißt, wenn wir auf Freispritze gehen, müsste es eine Cybex werden. Aber dort weiß wiederum noch keiner, ob er das mit dem 8HP-Getriebe so hinbekommt. Cybex ist auch quasi ein Hersteller. Also. So, und die können direkt einspritzen. Mhm. Das heißt, das müssten wir auf Saugrohreinspritzung umbauen. Mhm. Hat natürlich einen großen positiven Nebeneffekt. Einlasskanäle bleiben sauber. Aber wahrscheinlich weniger Leistung. Oder weniger Effizienz. Ja, ja. Also vielleicht kommen wir auch irgendwann mal ein paar Jahren an den Punkt, wo wir sagen, wir reden über 2000 PS. Und oder keine Ahnung, über 1500, 1600 und sagen, ey, wir brauchen eh eine dritte und eine vierte Einspritzgarnitur und Saugrohr. Das kann natürlich auch sein. Ne? Aber erstmal das Ding zum Laufen kriegen, brauchen wir das nicht. Zum Beispiel 9 FF, das weiß ich, der Janis, bauen die krassen Dinger, ne? die zum Beispiel der 2000 PS 9 FF. Bauen die mit der Cybex-Steuerung und die scheint schon auch gut zu funktionieren. Und ich glaube, der Materialmod Paul fährt auch mit der Cybex-Steuerung. Also schon die Großen, wo der Robi mitspielen will. Ne, der Robi hat gesagt, er will erstmal im Mittelfeld mitspielen. Ach, wir müssen ja noch nicht gleich zu den ganz Großen. Genau, genau. Das wird schön. Ich sehe das positiv, absolut. Man muss das Ding dort irgendwie reinwürschen und dann will ich Strom drauf hier und Feuer. Also ihr merkt Feuerwehr schon, doof, Robi. Also, bräuchte man vorher noch eine Versicherung. Gibt es in dem Falle nicht. Also ich würde glaube das Video an der Stelle gerne beenden wollen. Der eine sagt, wir schieben das eine und das andere zusammen. Das ist einfach emotionslos, das ist unspektakulär. Der andere sagt, das Ding ein bisschen hier reingeschoben und ein bisschen Strom drauf, ein bisschen Saft drauf und Feuer. Also ihr merkt schon, ihr zwei liegt recht nah beieinander. Das kann an und für sich kein Ding sein. Ich sehe das ganze Thema ein bisschen skeptischer. Ich sehe auch extrem viel Arbeit. Und ich sehe aber auch ein cooles Projekt und ich sehe euch hauptsächlich mit bei dem Projekt und ich hoffe, für euch ist das cool. Tobt euch in den Kommentaren aus, schreibt uns rein, was ihr denkt, was ihr fühlt, was ihr nicht fühlt. Haut einfach mal komplett raus.
Denkt dran, immer bitte den guten Ton mit beachten. Der Robert und ich, wir sind doch recht sensible Typen. Stimmt's? Bitte, ja. Na? Das heißt, wenn einer Arschloch schreibt, dann vielleicht noch ein Sie davor setzen. Sehr gern. Da würden wir uns drüber freuen. Nee, in diesem Sinne, Schnittgerinne, ich würde sagen, ihr seid erstmal ganz kurz ein kleines bisschen im Bilde, wie zerpflückt der Haufen jetzt ist, was die nächsten Steps sind, was unsere Überlegungen sind und ich würde sagen, einfach Ciao, Kakao.